Moin, meine Freunde, lange ist es her, dass ich hier eine Folge gemacht habe. Für euch nicht, für mich schon. Ich habe zwischendurch ja schon mit euch zusammen einen neuen Ort mal angefangen in den Livestreams. Aber wir wollen diesen Ort fertig machen. Ich will zum Abschluss für diese Staffel diesen Ort so fertig machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür müssen wir jetzt noch zwei Häuser und eine Palisade bauen. Und das werden wir. Das werden wir. Und zwar hier. Hier werden noch zwei Häuser kommen. Und dafür haben wir auch genug Material in unser kleines Pferd gepackt. Wo sind wir hier? Haus. Ja, ein bisschen mehr Platz sollten wir auch für Dekoration da lassen. So, dann sind wir mitten im Schilf. Das passt mir eigentlich ganz gut. Gerade so, dass noch ein bisschen Platz zum See ist. Kann man zwischendurch noch einen Schluck trinken. Das hier kann ein Teil vom Garten sein. Weg. Hier rüber. Dann haben wir das Teil auch. So, dann wird hier noch ein zweites Häuschen kommen. Ah, genau. Dafür haben wir die Baumstämme. Ich weiß, dass wir aber hier immer eine Schaufel haben für, ne? Für schlechte Zeiten. Und weil heute wieder schlechte Zeiten sind, nehmen wir Schaufel in die Hand und die Hoffnung ins Herz. Und da hauen hier die beiden Stämme weg. Ist das nicht gut? Perfekt ist das. Das ist perfekt. Auch schön das, was ihr nehmt, auch wieder zurückbringen. Was war das hier eigentlich? Oh, was ist denn mit der Schaufel passiert? Ah, gucken wir mal hier. Huch. Bei 5 Versuchen klappt es einmal. Okay, das ist ein bisschen krass verbuggt. Wird auch nicht besser. Oh je. Es wird irgendwie nicht besser. Noch einmal. Wie haben wir das denn letztes Mal hingekriegt? Ja, so. Ach, egal. Passt schon. Die packt eh keiner an. So, und jetzt kommt hier noch ein Haus daneben. Haben wir das auch? Und genügende Länge. So. Perfekt. Dann kann man hier noch so eine kleine Bank hinsetzen. Irgendwie so. Hier hat man noch ein bisschen Freiraum dazwischen. Ja, ich würde sagen, das passt. Blechwand ist klar. Wir sind so weit, dass wir alles aus Stein machen können. Eine Tür reicht uns. Und weil wir nicht beim Nachbarn spinksen wollen, oder wollen wir doch, haben wir hier die Fenster hin. Ah, komm, ein Spinksfenster, wo sich die Nachbarn gegenseitig bespinksen können. Weil später oder früher werden wir Kinder kriegen. Und mit den Kindern werden wir auch. Habe ich jetzt überall Stein? Mit den Kindern werden wir auch mehr Platz brauchen, weil die neue Familien gründen, wenn die alt genug werden. Und das bedeutet, wir brauchen, auch wenn wir jetzt momentan noch keine neuen Gebäude bauen können, brauchen wir schon mal Reserve.
Und hier noch ein Fenster. Da ein Fenster mit Ausblick auf den See. Hier ein Fenster mit Ausblick auf die spätere Mauer. Ja, ein Fenster zum Spinksen. Wenn man hier beim Nachbarn eben reinduren will. So, lass mal sehen. Müsste alles Stein sein. Das ist jetzt auch Stein. Oh. Das ist Stein. So. Und dann fangen wir mal an. Ich sehe schon, wir werden viel Holz brauchen. Auf jeden Fall haben die neue Geräusche. Das ist nicht schick. So, da kommt auch ein Holz hin. Hier kommt ein Holz hin. Und hier. Und schnell weiter zurück. Außerdem müsste jetzt mittlerweile unsere Flachsernte. War knapp. Unsere Flachsernte fertig sein. Aber wie schnell das mit dem fertig ist. Ja, ein bisschen Flachs haben wir ja zusammengekriegt, würde ich sagen. Ja, damit kann man alles fertig machen. So. Also, wir brauchen Baumstämme. Ich würde sagen, ein paar davon habe ich. Hier sind welche fürs Pferd. Hat das Pferd es überladen, dachte ich mir. Unser Hammer kann noch ein bisschen. Und Holz. Na. Wir wollen uns nicht überladen. So, dreh mein Pferdchen. Dreh dich im Wind. Wir mal gucken, ob wir hier auch genug ausgeleuchtet haben, weil wir haben ja auch die Laternen zur anderen Seite fertig gemacht. Ah, das passt. Ah, ist sie wieder aufs Dach gestiegen. Vielleicht fehlt hier noch eine Laterne. Oder was meint ihr? Ja, da fehlt noch eine Laterne. Ansonsten sieht das hier echt gut aus. Auch mit der Beleuchtung. Da haben wir auch schon eine Laterne. Ja, ein paar Laternen brauchen wir noch. Ist aber nicht schlimm. War das hier? Das ist schon mal fertig. Dann das da. Haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Holz mitgenommen? Und das werden wir jetzt herausfinden. Obwohl, zu viel Holz kann man eigentlich nie mitnehmen. Simultan bauen. Und gehen zick. So. Na gut.
Holz haben wir genug. Jetzt brauchen wir Bretter und Steine. Ich werde auch später hier so eine Abkürzung nehmen. Um die Ecken komme ich noch nicht so gut mit dem Pferd. Er hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Oh, oh shit. So. Pferd geparkt. Pferd ist gut geparkt. Die geben wir ab und jetzt holen wir Steine. Klar, natürlich ein paar zu viel. Jetzt können wir uns mal hier so richtig mit Stein verlauen. Und da ist er noch. Was nehmen wir denn hier? Die? Ah, 10 weniger. So. Oh, dreh dich! Du Panzer! Haben die ja schon die ganzen Felder abgeerntet. Aber das Gute ist, dann haben wir wieder genug Flachsamen für das nächste Feld. Oh, was hast du denn? Fräulein. Ist nicht gewohnt zu arbeiten, ich sag's euch. So. Ich will den Weg nicht zweimal laufen. Wie viele Steine wir hier verballern. Oh, das ist gut. Wir müssen eh die Steine wieder loswerden. Haben wir das erste Haus schon mal fast fertig. Hier nur noch die Dächer. Ja, ich war sehr optimistisch, dass ich gedacht habe, die Steinanzahl reicht. Für beide. Das Pferdchen möchte auch jetzt erstmal schlafen. Hat es mir ins Ohr geflüstert. Ja, aber ich habe gesagt, nee, erst arbeiten wir. Ah. Guck mal, da hinten die Fackeln. Da geht unsere Stadt weiter. Die ist einfach so groß geworden, unser Dorf. Ich komme hier nur nicht mehr rein, wenn ich hier einmal draußen bin. Nein, das gibt's nicht. Hallo? Hüpf, hüpf, kleines Pferd, hüpf. Gibt's nicht. Ich habe die so gut zugebaut, dass ich da nicht mehr durchkomme. Gott. Oh, was war das denn? Was war das? Ich kann mit dem Pferdchen hüpfen. Wirklich, dann haben wir auch ein bisschen. Hoffen wir mal, dass das reicht. Und den Rest mit Bretter auffüllen.
30 Bretter. Ist ja nix. So. Wir werden auch... ihr werdet morgen auch schon das erste neue Projekt sehen. Ein interessantes kleines Spiel. Ich gucke es mir gleich mal genauer an. Wenn es mir echt gut gefällt, dann seht ihr das auf jeden Fall. Sind wir fast da. Und ja. Und wenn nicht, denke ich mir was anderes aus. Aber das Spiel sah sehr interessant aus. Und mal gucken, wenn das für euch gut gefällt. Vielleicht haben wir dann erstmal vorübergehend einen Nachfolger für Dynasty. Weil ich glaube, wenn wir mit der Staffel abgeschlossen haben, dann gönnen wir uns erstmal ein bisschen Pause, bis die neuen Updates kommen. Und machen dann weiter. Muss ja nicht immer alles auf einmal gehen. Oh, anstrengend. Aber wir haben die Häuser bald fertig. Wie viele Häuser wir dann haben. Kann man direkt gucken. Dann haben wir 36. Okay, das ist okay. Eigentlich können wir sogar noch mehr. Ich weiß nicht, was will ich mit so vielen Häusern? Ich kann gar nicht so viele Leute rekrutieren. Die haben alle schon zu viele Kinder gemacht. Oh nein! Das hat nicht gereicht. Komm, wir sind wahrscheinlich sogar zu Fuß schneller, als wenn wir jetzt mit dem Pferd darüber reiten. Hep, hep, hep. Ach, ich hab vergessen. Wir haben mit dem Pferd natürlich viel mehr Ausdauer. Lol. Unsere kleinen Schleichwege hier. Einmal durch die dunklen Gassen geschlichen. So. Einen Hammer brauchen wir. Und neue Bretter. Mehr haben wir nicht. Nehme ich mal ein bisschen Kalk mit. Ich bin noch ganz kurz am Überlegen, ob wir vielleicht schlafen sollten. Ja, was heißt vielleicht? Vielleicht machen wir das sogar. Definitiv. So. Tag ist wieder hell. Die Leute wachen auf und gehen wieder an ihre Arbeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben 38 Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Straßen sind so leer. Oh, ist aber sehr eng bebaut, ne? Das Viertel hier. Habe ich das denn hier komplett mit Kalkstein? Ah, nee. Das haben wir hier geschummelt. Geschummelt haben wir das. Ah, ein paar zu wenig. Aber wenn wir jetzt da durchgucken, dann sehen wir zumindest. Du bist meine Ehefrau, ne? Ja. Ja, sieht nicht so dumm aus. Warum wir da noch ein Holz haben? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Können wir auch als Holz lassen. Ist ein Unikat. Unikat ist das. So. Ich glaube, wir werden noch viel mehr Bretter brauchen. Sag mir mal Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl irrt sich nicht oft. So, unser Pferd schläft. Wir brauchen neue Bretter. Und deswegen, Leute, bedanke ich mich fürs Zusehen für diese Folge. Diesmal werden wir einmal just in time bleiben.
Und wir machen beim nächsten Mal weiter, denn es geht noch ganz viel zu tun. Bis dann, euer Tashi. Ciao.